Und da sind wir auch schon wieder. Ich glaube, in der sechsten Folge von Minecraft. Minecraft mit dem neuen Mikro. Und wir sind ja dabei, uns hier ein Podest zu bauen, wobei die Architektur noch ein bisschen in Frage steht. Also, wie bauen wir das jetzt nun wirklich? So, mal gucken. Hier. Sieht nicht schön aus, ich weiß. Ist aber wahrscheinlich zweckmäßig. Wir bauen das hier mal ab. Und ich würde sagen, damit es dann hier hochgeht, machen wir da noch einen Zaun hin, damit keiner runterfällt. Also spezifisch ich nicht runterfalle, weil, ja, ihr kennt mich ja, ich falle gern bei sowas runter. Und wir haben jetzt 20:23 Uhr und 20:33 Uhr ist mein Ziel, wieder einen Stopp zu machen. Mal gucken, ob ich mich dran halte. Vorhin hat es nicht geklappt. Aber das werden wir dann gleich sehen. Genau, wir machen das hier mal. So und so. Und dann lassen wir das, glaube ich, so. Ich habe echt Angst, mich hier rüber zu beugen, weil ich früher ging das ohne Probleme. Aber jetzt neuerdings irgendwie nicht mehr. So, das machen wir so. Zack. Finde ich echt blöd, dass der Schnee so lange dauert abzubauen. Naja. So, hier machen wir eins hin und hier. Und das bauen wir ab. Also Leute, ihr wisst, ich bin kreativ wie null. Total unkreativ. Und ich hoffe, dass wir ein einigermaßen schönes Ding herstellen können. Oh, da hinten, das sieht auch brutal aus, ne? Hammer. Das sieht auch brutal aus. Ganz zu Beginn vom ganzen Let's Play-Projekt hatte ich auch erwähnt, dass es mir sehr schwer fällt, technisch und auch fachlich Mods reinzupacken. Also hier sowas wie HD-Picture oder ja, so Packs und Pictures und Mectures und Maps und Mobs und alles Mögliche. Das fällt mir sehr schwer, weil ich es schon mal gemacht hatte und er mir alle Spielstände jedes Mal zerschossen hat. Und darauf habe ich eigentlich nicht nochmal Lust. Ich würde deswegen gern beim Ursprung von Minecraft bleiben und das gewohnte Texturenpack benutzen. Also Texturenpack in dem Sinne von Textureneinstellung, was auch immer. Oh, es wird schon hell, sehr gut. Und einfach es so lassen, wie es ist. Da laufen wir, glaube ich, nicht Gefahr, dass wir irgendwas falsch machen. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Eigentlich hatten wir ja nicht so gute Erfahrungen mit Waldgegenden, aber neuerdings läuft der Laptop auch sehr flüssig. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat er einfach nur gestreikt oder war krank oder erkältet oder sonst was. Und konnte deswegen nicht richtig arbeiten. Wie machen wir das jetzt? Das hier weg. Oder lassen wir das dran? So. Ja, okay. Einverstanden. Okay. Das, das, das und das. Hauen wir weg. Was ich damit mache, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Na, creep, creep. Oh, die gehen da duschen. Ernsthaft? Ernsthaft, das sieht aus wie ein Schwimmbad, wie eine Badeparty. Oh man. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir hier das Podest haben und dass wir da unten, ich zeig's euch gleich, uns eine Höhle reinbauen. Und zwar hier. Wir sind doch hier. What the fuck? What the fuck? Was war das? Oh mein Gott, da ist ein Enderman. Da ist ein Enderman. Seht ihr den? Ganz links in der Höhle. War das der? Ich glaube nicht. Oder haben wir hier oben einen? Ich gucke extra mal ein bisschen runter. Ne, wir haben hier keinen, ne? Shit. Leute. Aber wir sollten trotzdem mal ein bisschen runter, auch wenn der Enderman da ist. Und ein bisschen Schafsfell sammeln. Okay, wir gehen nicht nochmal da runter.
dann werden wir definitiv sterben, weil wir auch kein Essen haben. Bauen wir uns runter? Ich weiß es nicht. Zack, zack, zack. Okay, das ist gut. Zack. Ich sehe gerade wegen dem Mikro gar nichts. Seht ihr? Das ist nämlich hier. Schön. Eine gute Falle. So kommen wir auf keinen Fall runter. Hier nochmal bohren, da bohren. So, das machen wir weg, damit es nicht unnatürlich aussieht. Und die Musik fehlt mir gerade ein bisschen. Bisschen blöd, ohne Musik zu spielen. Aber was soll man machen? Das bauen wir weg. Ich mache das jetzt auch nur, weil wir Futter brauchen und überhaupt noch. Oh, okay, cool. Kein Leben mehr haben sozusagen. Also schon, aber. Okay, ich sehe, ja, ich sehe, wo das gerade hinführt. Anscheinend bauen wir uns gerade in den Stein rein, der aber immer nach unten offen ist. Oh, toll, ey, Leute, was mache ich jetzt? Der kann doch nicht überall offen sein. Sollen wir runterspringen? Sollen wir runterspringen? Ich weiß es nicht. Oder ich versuche. Wow, das war die falsche Taste. Ich versuche. Toll, da gibt es auch nichts nach unten. Wisst ihr was, YOLO? Boah, das war knapp. Wo ist der Enderman? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich will es absolut nicht wissen. Hier ist noch ein bisschen Kohle, den nehmen wir uns direkt mit, bevor wir uns die Schafe holen. Wehe, die Spinne kommt jetzt und tut uns was. Wehe. Dann gibt's hier. Scheiße. Ich will gerade die Spinne nicht riskieren. Absolut nicht. Scheiße, scheiße, die folgt. Oh mein Gott. Danke. So, jetzt brauchen wir was zum Futtern. Futtern, 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 Tier, Tier. Ey, das war so klar, ne? Wir sehen die ganze Zeit Tiere und alles, aber wenn wir mal was brauchen, dann sehen wir nichts. Gut, da haben wir jetzt Wolle gesammelt, oder? Gut, und auch Fleisch. Und ich bin jetzt extra mal ein bisschen leise. Scheiße, da ist ein Zombie. Scheiße, wir haben kein Werkzeug mehr. Okay, wir hoffen einfach, dass er verbrennt, bevor er uns erwischt. Komm, verreck doch. Danke. Dein verrottetes Fleisch brauchen wir nicht. Und genau jetzt geht uns das scheiß Werkzeug aus, wo wir es brauchen. Hammer. Dann bauen wir uns gerade mal hier noch eine Workbench. Die werden wir eh, glaube ich, des Öfteren brauchen, denn ich denke, wir werden öfters hier runterkommen. Und die bauen wir mal hier hin. Und wir bauen uns gleich mal ein Schwert dazu. Punkt 1. Punkt 2. Genau. Wir werden nämlich öfters hier runterkommen. Deswegen. So. Gut, da holen wir uns noch den Holzblock hier und das Schaf da hinten. Und falls jetzt nochmal ein Mob kommt, können wir den schön raushauen oder draufhauen. Mal gucken. Und ich glaube als nächstes, ich sehe da einen Creeper in der Ecke. Ist das ein Creeper da hinten? Super, jetzt können wir wieder hoch. Wir machen uns. Aber wie? Wie ist die Frage? Wir brauchen schnellstmöglich eine Treppe oder ähnliches. Und ich bin am Überlegen, ob wir die jetzt bauen. Weil wir die ja eh brauchen. Und am besten bauen wir die von hier aus. Aber da ist natürlich die Gefahr, so wie ich uns kenne, dass wir voll in die Lava reinhauen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Na komm jetzt schon. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal hier. Das ist erstmal alles provisorisch und ich möchte, dass es auf jeden Fall nicht so bleibt.
Das soll natürlich schöner werden. Ich muss gucken, dass ich nicht auf Steuerung drücke. Und es muss ganz haargenau Zentimeterarbeit sein. Denn sonst falle ich runter. So. Ja, die Höhe stimmt ja schon fast. Es ändert nichts daran, dass ich runterfallen werde, wenn ich mich beeile. Von daher immer schön alles sachte. Immer schön sachte mit den jungen Pferden. So, jetzt bauen wir hier dran und nicht mehr hoch, sondern direkt darüber, darüber. Und dann zack, zack. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir dann öfters hoch und runter kommen. Wir können uns dann auch gleich ein Bett bauen. Haben wir jetzt dreimal Wolle, sehr gut. Und was essen auf. Oh Leute, guckt euch das Essen an. Scheibenkleister, wir müssen rüber auf jeden Fall. Wenn wir jetzt runterfallen. Arrivederci. Dann sind wir schön tot. Mal gucken, wie das hier klappt. Ob wir runterfallen oder nicht und wo wir wieder spawnen. Das ist ja noch eine viel wichtigere Frage. Wenn wir woanders spawnen, dann kündige ich. Wie so oft schon. Von daher muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich glaube, die Musik setzt ein, ne? Ich weiß nicht, ob ich so leise gedreht habe, dass ich nichts höre. Oder ob es durch das Mic, durch das Mikrofon ein bisschen weniger hörbar ist, weil es auf 50 und 80% runterschaltet. Ich habe keine Ahnung. Ah, Leute, gut. Sehr gut. Das freut mich. Zum Glück ist uns jetzt auch nicht der Stein ausgegangen. Wunderbar. Dann bauen wir uns jetzt hier oben schnellstens ein Ofen, auf jeden Fall. Ein Ofen hin. Damit wir uns das Fleisch kochen können. So schnell auch direkt hier nebendran. So und so. Und bauen uns noch ein Bett. Tschak, tschak, tschak. Tschak, tschak und tschak. Wunderbar. Ich hatte gesagt um 20:33 Uhr, jetzt ist 20:35 Uhr. Deswegen positionieren wir hier oben mal das Bett. Und dann mache ich wieder ein Aufnahmestöppchen. Perfekt, oder Leute? So will doch jeder schlafen. Und mit Blick auf den Wald sehen wir uns gleich.